Neue Enthüllungen zeigen, dass Spitzenbeamte im Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck aktiv gegen die Beschaffung neuer Brennelemente für Atomkraftwerke vorgegangen sind. Ein Abteilungsleiter blockierte den Vorschlag eines Fachbeamten, neue Brennelemente aus Frankreich zu beziehen und ordnete per E-Mail an, keine weiteren Aktivitäten. Die Debatte entbrannte nach der Veröffentlichung geheimer Dokumente durch das Magazin Cicero und führte zu zwei Sondersitzungen von Bundestagsausschüssen. Der Mailwechsel stammt von einem Fachbeamten und seinem Vorgesetzten Christian Maas, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium. Der Beamte schlug vor, sich bei französischen Kraftwerken zu erkundigen, die möglicherweise über ungenutzte Brennelemente verfügten. Dieser Vorschlag wurde von Maas jedoch in einer knappen E-Mail zurückgewiesen. Cicero sieht darin einen Beleg für die parteipolitisch motivierte Unterdrückung alternativer Vorschläge zur Laufzeitverlängerung deutscher Atomkraftwerke. Trotz Habecks Beteuerung, die Prüfung der Ausstiegsfrage sei transparent verlaufen, legt der Artikel nahe, dass Entscheidungen im Wirtschaftsministerium von parteipolitischen Erwägungen beeinflusst worden sein könnten.